this crusade is gonna take a while. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am Montagabend, den 27. August 2018, habe ich mich hier eingefunden auf Skype mit zwei Freunden, Michael und Viktor. Der eine, ein neuerer Zuhörer in dieser Lesung, und der andere, der Übersetzer des Buches, den ihr ja schon kennt von vorherigen Sendungen. Michael kennt ihr auch von anderen Sendungen, den heiße ich dann heute auch mal hier willkommen, denn wir haben uns heute verabredet, um die achte, oder nicht die achte Lesung, sondern das achte Kapitel anzugehen. Die achte Lesung, das ist glaube ich die 20. oder so. Das achte Kapitel anzugehen von dem Buch Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Aber bevor wir das machen, möchte ich natürlich erstmal, wie sich das gehört, für einen guten Gastgeber seine Gäste vorstellen. Als erstes den, den wir heute Abend zum nicht ersten Mal begrüßen, sondern der schon öfter hier war und der ja das Buch so fantastisch bis hierhin übersetzt hat. Das ist Viktor. Schönen guten Abend, Viktor, oder moin moin, wie wir in Hamburg sagen, und herzlich willkommen. Alles gut? Moin moin, hallo und einen schönen guten Abend, beziehungsweise einen schönen guten Tag. Schön wieder mit dir verbunden, beziehungsweise mit euch verbunden zu sein. Und ja, ich kann es an sich gar nicht erwarten, mit euch ja die nächste Lesung anzugehen. Nachdem wir jetzt in der letzten Lesung und über das trojanische Pferd unterhalten haben, beziehungsweise das mal durchleuchtet haben, das größte trojanische Pferd aller Zeiten, ist das jetzt im kommenden Kapitel ganz interessant, mit welchen ja, Facetten, Eigenschaften sich denn dieses trojanische Pferd ja, seine Feinde infiltriert und am Ende dann okkupiert. Und damit möchte ich das Wort weitergeben an Bruder Michael. Hallo Viktor, vielen Dank für die Überleitung. Hallo liebe Gäste und Zuhörer des Kanals Joggler Wars und Disinfo. Vielen Dank Jörg für die Einladung. Ich bin einfach jetzt mal wieder relativ still und fasse mich jetzt auch kurz, damit wir mit der Lesung beginnen können, denn es ist ein Thema, wo man speziell als Deutscher, denke ich, seine Geschichtskenntnisse doch sehr vertiefen kann. Die Dinge, die uns damals nicht erzählt worden sind, ergeben jetzt ein ganz rundes Bild. Wenn wir jetzt die ganz tolle Übersetzung von dir, Viktor, haben, dann können wir das in unserer Muttersprache mal wirklich komplett aufarbeiten und sehen die ganzen Dinge dann viel objektiver, wie sie eigentlich sind. Und deswegen übergebe ich jetzt das Wort wieder an Jörg. Prima. Dankeschön, ihr beiden. Und dann fangen wir mal an mit der Lesung. Das achte Kapitel heißt Nazisozialismus und katholische Rekultivierung. Die katholische Aktion, die von Antichrist Papst Pius XI. Eingeführt wurde, ist ein allgemeiner Begriff für die katholische Reform und den Wiederaufbau. Die Wiederherstellung des Katholizismus in die Position der Autorität, wie er vor der Reformation über die Nationen herrschte. Mit anderen Worten, die neue Weltordnung wurde als die Wiederherstellung der alten Weltordnung erklärt. Das ist genau das, was ich schon seit langem den Menschen und auch euch in vielen Videos bereits gesagt habe. Dies ist genau das, was wir heute sehen. Der Antichrist, der die abtrünnigen protestantischen Länder von Amerika, also von den USA an der Spitze benutzt, um seinen Ruhm von vor der protestantischen Reformation wiederherzustellen. Mit anderen Worten, ein wiederbelebtes heiliges römisches Reich. Damals hieß es Deutscher Nation, das lassen wir heute mal weg, aber es geht um das heilige römische Reich. Es geht darum, dass Rom regiert. Und wenn Rom nicht selbst regiert, sondern in den Hintergrund tritt, dann schickt es in diesem Fall im Zweiten Weltkrieg erstmal Deutschland nach vorne in Europa und in dem Fall wie heute 2018, wie wir es überall auf der Welt sehen können, die Vereinigten Staaten von Amerika, die die Drecksarbeit für den Antichristen erledigen. Aber das Ziel ist, genau wie der Autor hier sagt, die Wiederherstellung des römischen Katholizismus. Ich muss da einen Punkt drauf legen, der Autor sagt hier nur Katholizismus, es muss römischer Katholizismus sein, in die Position der Autorität, wie er vor der Reformation über die Nationen der bekannten Welt herrschte. Sie hat zwei Ziele. Eine Säuberung der liberalen Elemente in der Kirche selbst und die völlige Zerstörung des Protestantismus und seine Liberalisierungswirkung an jenen Ländern, die in der Vergangenheit das Joch des Papsttums abgeschüttelt haben. Die katholische Aktion wurde zufällig
Nee, 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 nee. Es gibt keine Zufälle, meine Lieben. Die katholische Aktion wurde mit dem Aufstieg des Nazifaschismus ins Leben gerufen und 1929 schließlich durch den Lateranpakt mit Mussolini und 1933 durch das Konkordat mit dem Nationalsozialisten in Deutschland besiegelt. Seine Ziele wurden in Europa durch die militärische Macht und die fünfte Kolonne des nationalsozialistisch-faschistischen Partners weitgehend erreicht. Über die fünfte Kolonne hatten wir ja auch noch in Kapitel 7 gesprochen, wie die römisch-katholische Kirche die eigentliche fünfte Kolonne ist. Na? Nun, wenn ich einen Satz mit grün hinterlege oder auch teilweise mit diesem hellblau hier unten, dann ist das immer ein Zeichen, dass das anscheinend ein sehr wichtiger Satz ist. Also lesen wir den mal eben bedächtig und wir erinnern uns, bevor wir diesen Satz eben lesen, nochmal an das Zitat aus Civiltà Cattolica, das Hausorgan der Jesuiten, in dem wir nachlesen können, Faschismus ist das Regime, das den Konzepten der Kirche von Rom am nächsten kommt. Das im Hinterkopf behaltend lesen wir, man kann mit Sicherheit sagen, dass Nazifaschismus und Jesuitismus, die beiden größten reaktionären Kräfte in der heutigen Welt, lediglich zwei Seiten derselben Medaille sind. Eine bürgerliche und eine kirchliche. Genau deswegen. Eine bürgerliche Seite, das ist der Faschismus, und eine kirchliche, das ist die Kirche von Rom in diesem Zitat. Deswegen ist dieses Zitat so wichtig, dass wir das kennen und dass wir das verstehen und dass wir das unseren katholischen, vor allen Dingen unseren römisch-katholischen Brüdern und Schwestern auch mal sagen. Weil die sind ja oftmals zusammen in einer Antifa-Bewegung, antifaschistische Bewegung und haben überhaupt keine Ahnung, dass die ganzen Seiten von der Kirche selbst gesteuert werden. Für solche Leute ist diese Lesung mal zu hören und dann selbst für sich selber zu studieren, bei mir glauben sie doch nicht und euch beiden auch nicht, eine ganz wichtige Sache. Dass man eben seine eigenen Studien macht und dass man sich mit der römisch-katholischen Kirche beschäftigt und vor allen Dingen mit Aussagen, die die römisch-katholische Kirche in so vielen Punkten, wie auch hier in diesem Buch, macht. Dass man sich mit diesen Aussagen beschäftigt, dass man sie kennt und dass man weiß, was die römische katholische Kirche sagt und was sie damit meint und was ihre eigentliche Agenda ist, nämlich die Agenda des Teufels, um es mal ganz simpel zu sagen. Denn ein autoritärer Zivilstaat, fährt der Autor fort, und das ist ja eine Demokratie, das ist eine Republik, wenn der Papst nicht das Oberhaupt derer ist, dann sprechen wir von einem autoritären Zivilstaat, der kann ohne die Hilfe eines autoritären kirchlichen Systems nicht richtig funktionieren. Das stimmt. Ein autoritärer Zivilstaat kann ohne das kirchliche System nicht richtig funktionieren. Nicht im Sinne der römisch-katholischen Kirche. Es ist umgekehrt nämlich genauso. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die römisch-katholische Kirche lehrt, dass die Geistliche über der weltlichen Macht steht. Und ich sage ganz ehrlich, der Staat braucht die Kirche, genau wie die Kirche den Staat braucht, aber nicht in gegenseitiger Abhängigkeit, ja? Und auch nicht, um gegenseitig sich zu verschwören gegen das eigene Volk, wie es im Rom immer passiert ist. Und wenn Rom meint, wir hätten die Macht über den Staat. Aber ein autoritärer Zivilstaat, der braucht auch die Hilfe eines autoritären kirchlichen Systems. Dem spreche ich gar nicht gegen. Das kirchliche System im Körper Jesus Christus ist auch autoritär. Autoritär will nämlich sagen, dass man die Macht anerkennt von Gott an erster Stelle. Die Frage ist nur, wenn wir einen solchen Satz lesen, sprechen wir hier von einem biblischen System oder sprechen wir von einem weltlichen System? Ja, hier sprechen wir von einem weltlichen System und damit kommen wir im Grunde diesem Satz endlich auf die Schliche. In diesem weltlichen Antichristensystem kann kein autoritärer Zivilstaat ohne Hilfe eines autoritären kirchlichen Systems richtig funktionieren. Und da geht es eben drum. Es geht um weltliche Herrschaft. Es geht nicht um die Herrschaft im spirituellen Bereich, es geht nicht um die Herrschaft im Königreich Christi, wo wir als gläubige Christen, als seine Braut, ihn als unseren Bräutigam, ihn als das Haupt der Kirche akzeptieren, sondern hier geht es darum, dass weltliche Gewalt
entweder durch den Zivilstaat ausgeführt wird oder durch die Kirche oder mit beiden zusammen. Und das ist ja ein Punkt, der das vierte Biest so deutlich unterscheidet, oder die vierte Bestie, das vierte Tier von allen anderen Bestien unterscheidet, nämlich die Zusammenschmelzung von Staat und Kirche. Es ist jedoch wahr, sagt der Autor weiterhin, wenn auch nicht ausreichend anerkannt, dass ein freier, demokratisch legitimierter Staat ohne die geistige Unterstützung und Nahrung einer freien Kirche unmöglich ist. Also, hier haben wir genau das Umgedrehte von dem ersten Satz. Ein autoritärer Zivilstaat kann nicht ohne autoritäre Kirche existieren, aber ein freier, demokratisch legitimierter Staat kann ohne geistige Unterstützung und Nahrung einer freien Kirche auch nicht existieren. Und das ist eigentlich eher das System, was wir auf dieser Erde wünschenswert erachten. Dass wir in einem freien, demokratischen Staat leben, wo tatsächlich das Volk regiert, und dass wir uns an den Spruch erinnern, den James Edgar Wiley damals geprägt hat, der im Englischen lautet: The Bible is the is the constitution of the people, by the people and for the people. Ja? Die Bibel ist im Grunde die Verfassung für das Volk, durch das Volk, mit dem Volk. Und das Volk regiert in einem demokratisch legitimierten Staat. Und wenn das basiert ist auf der Bibel, dann hat dieser Staat die Unterstützung einer freien Kirche. Und das ist die Kirche Jesus Christus. Diese zwei Sätze geben uns ganz deutlich an, einerseits, was verkehrt läuft auf dieser Welt, das ist das jetzt blau angestrichen, das läuft hier verkehrt, und das ist das, wonach die römisch-katholische Kirche immer strebt, und dann haben wir noch das System, wie es eigentlich sein sollte, dass die Menschen sich selbst regieren auf eine Art und Weise, in der eine freie Kirche, nämlich die Kirche Jesu Christi, das unterstützt. Die antisemitische Ideologie des Nazifaschismus, seine antifreimaurerischen und antidemokratischen Aktivitäten, seine Propagandamethoden, die hierarchische Struktur seiner Organisation und sogar sein Kriegsprogramm wurden vom Jesuitenorden kopiert. Also alles, wofür der nationalsozialistische Faschismus steht, ist kopiert aus dem Kriegsprogramm und aus der Hierarchie der Jesuiten, des Militärordens der römisch-katholischen Kirche. Ja, meine Lieben, nochmal zur Erinnerung, ein Militärorden, denn der Orden der Jesuiten, die Compagnie de Jesus oder die Gesellschaft Jesu, wurde 1540 durch die päpstliche Bulle Regimini Militantis Ecclesiae ins Leben gerufen. Die Kirche im Krieg. Die und da gibt es noch zum Beispiel den Sovereign Military Order of Malta. Da ist auch das Militär drin versteckt. Ja, da ist in dem Namen selber das Militär versteckt. Bei den Jesuiten ja nicht. Ne? Die nennen sich ja nur Gesellschaft Jesu. Ja. Und sind im Grunde die wiederbelebten Tempelritter. Wobei da hier auch wieder mit Ritterorden natürlich auch irgendwo Krieg damit drin steckt. Aber ja, bei den SMOM, den Sovereign Military Order of Malta, ist es richtig. Die tragen sogar das Militär im Namen. Das wissen nur die meisten Menschen nicht. Ne? Du hast ja, glaube ich, schon mal den Punkt irgendwo rausgebracht, dass es im deutschen Wikipedia das M für Militär da nicht beisteht. Aber im Englischen in Wikipedia ja. Das soll man sich das halt mal sehr genau angucken sollte, wenn man sowas studiert. Ja, das ist echt super interessant. Also im Deutschen heißt es dann Souveräner Malteser Orden. Anstatt Souveräne Militärische Orden von Malta. Ja, genau. Ja. Heißt, im Deutschen ist es total krude übersetzt. Ich bin jetzt gerade auf Wikipedia und ich hoffe, mein Computer will jetzt, jetzt will er mal. In vollen Namen heißt er angeblich Souveräner Ritter und Hospitalorden vom Heiligen Johannes von Jerusalem, von Rhodos und von Malta. Und im Englischen heißt es SMOM, Souveräne Military Order of Malta. Da ist nichts mit Rittern und nichts mit Hospital und nichts mit Rhodos. Rhodos ist dann irgendwie doch Udo Jürgens. Aber auf jeden Fall, oder Nana Musburi, ich weiß schon gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall ist es dann tatsächlich so, dass da mit Worten Krieg geführt wird, sozusagen. Also indem man den Menschen dann einfach die Informationen nicht gibt, ist man halt einfach da wiederum, wie Luther schon sagte, auch für das verantwortlich, was man nicht sagt. Und es wird halt einfach im deutschen Sprachbereich eine ganze Menge nicht gesagt. Stimmt.
Dem kann ich wenig hinzufügen. Das stimmt. Das holen wir jetzt hier nach. Ja, das holen wir jetzt hier nach. Also, die antisemitische Ideologie des Nazifaschismus. Ich habe den Satz ja mit Absicht hellblau angestrichen, dass wir uns den bitte gut einprägen. Die antisemitische Ideologie, die antifreimaurerischen und antidemokratischen Aktivitäten des Nazifaschismus, seine ganzen Propagandamethoden, seine komplette hierarchische Struktur, seine Organisation und sogar sein gesamtes Kriegsprogramm wurde vom Jesuitenorden kopiert. Die Kreuzzüge des Mittelalters begannen auch mit der Verfolgung der Juden und ihnen ging eine Säuberung innerhalb der Kirche voraus. Ebenso folgte eine brutale Säuberung innerhalb des Katholizismus während der Religionskriege der Jesuiten im 16. und 17. Jahrhundert. Denken wir doch mal an den 30-jährigen Krieg, den wir bei Griesinger ganz deutlich gut besprochen haben. Ihr Ziel war es, den Katholizismus von den ketzerischen protestantischen Einflüssen zu befreien, die innerhalb der kirchlichen Organisation vor und nach Martin Luthers Zeit entstanden waren. Es gab eben auch vor Martin Luthers Zeit bestimmte ketzerische, also protestantische, liberale Einflüsse innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Man darf nicht vergessen, es hat schon immer innerhalb der römisch-katholischen Kirche Menschen gegeben, die die Bibel nicht nur gelesen haben, weil sie Zugang hatten innerhalb der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche zu diesen, zu der Heiligen Schrift, sondern dass sie auch dadurch, dass sie es gelesen haben, verstanden hatten, dass ihr oberster Chef, der Papst, der Antichrist ist. Und diesen Leuten musste man auch, entweder musste man ihnen das Schweigen auflegen, durch sie zu verfolgen, oder aber man musste sie betrügen mit einer falschen Lehre. Und da gibt es zwei Lehren im römischen Katholizismus. Da gibt es den Präterismus auf der einen Seite und den Futurismus auf der anderen Seite. Das sind Lehren, die gab es in der römisch-katholischen Kirche lange bevor Louis de Alcazar 1614 mit Präterismus und Francisco Ribera 1591 mit Futurismus rauskam. Das war schon lange interne Lehre. Die römisch-katholische Kirche hat immer zu fechten gehabt, zu kämpfen gehabt mit Liberalen in ihren eigenen Reihen. Und die haben sie auch immer umgebracht. Man denkt doch mal zum Beispiel im 14. Jahrhundert, wenn ich mich nicht erinnere, an den Fall von Savonarola. Den werden wir auch später noch besprechen. Nicht in dieser Buchlesung, aber in der Buchlesung, die ich mache von Henry Charles Lear. Die Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Da sprechen wir auch über Savonarola. Eine sehr interessante Person. Ich meine im 14. Jahrhundert. Einer von den Liberalen, von den Ketzern innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Und bevor die römisch-katholische Kirche erstmal draußen sauber macht, macht sie erstmal drinnen sauber. Also erstmal sich selbst reinigen, bevor sie dann auf alle Ketzer außerhalb angeht. Und hier haben sie sich jetzt gewappnet für die Ketzer außerhalb. Also, im 16. und 17. Jahrhundert folgte bereits eine brutale Säuberung innerhalb des Katholizismus. Und jetzt war das mehr oder weniger geschehen und dann konnte man nach außen sich wenden. Ja? Ihr Ziel war es, den Katholizismus von den ketzerischen protestantischen Einflüssen zu befreien, die innerhalb der kirchlichen Organisation vor und nach Martin Luthers Zeit entstanden waren. Und lass uns mal davon ausgehen, dass sie im Laufe bis zum 18. Jahrhundert mehr oder weniger dem Liberalismus Herr geworden sind innerhalb der römischen Kirche, dann können sie jetzt wieder nach außen treten und mit der Außenverfolgung weiter tun. Und das ist genau das, was sie getan haben. Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse, sagt der Autor, muss der Kampf des Nationalsozialismus gegen alle Kirchen in Deutschland betrachtet werden. Ja, der Nationalsozialismus hat nicht nur gegen die protestantischen Kirchen gekämpft. Der Nationalsozialismus hat nicht nur gegen die jüdischen Synagogen gekämpft. Der Nationalsozialismus hat auch gegen die katholische Kirche gekämpft innerhalb Deutschlands. Eben gegen diese Liberalen innerhalb der römisch-katholischen Kirche, die zusammenleben wollten mit den Protestanten. Die verstanden haben, dass man besser friedlich zusammenleben kann, als ständig Feindschaft zu sehen. Aber da haben sie natürlich die Rechnung ohne die Jesuiten gemacht, die Feindschaft sehen, natürlich in ihrem Eid ganz deutlich in geschrieben haben.
Nun, auf der einen Seite war es eine versuchte Säuberung widerspenstiger Elemente innerhalb der katholischen Kirche, die sich in den Nachkriegsjahren in Deutschland, also nach dem Ersten Weltkrieg, unter der Weimarer Republik mit liberalen und protestantischen Ideen infiziert hatten. Auf der anderen Seite war es ein Kampf gegen den Protestantismus und seine liberalen Institutionen, die nach dem Fall der Monarchie 1918 noch größere Entfaltungsmöglichkeiten hatten. Der Kampf wurde in beiden Fällen nach den traditionellen Methoden der Jesuitenagenda durchgeführt. Was ist denn bitte schön die Jesuitenagenda, Jörg? Erklär uns das doch bitte mal. Aber bitte schön, wie wir aus dem Jesuitenschwur bereits wissen, ich muss das hier mal ein bisschen größer machen, weiß nicht, warum die Berichte immer so klein sind. Wie wir aus dem Jesuitenschwur zur Einweihung, also wo es darum geht, wenn jemand in eine Führungsposition den Jesuiten eingeschworen wird, der Schwur der Profest, wie man das auch nennt, der Professen, wo es heißt, Zitat, sich auf die Seite der Kombattanten stellen und heimlich mit deinem Jesuitenbruder austauschen, der sich auf der anderen Seite engagiert, aber offen gegen das ist, womit du verbunden bist. Nur, dass die Kirche am Ende unter den in den Friedensverträgen festgelegten Bedingungen der Gewinner sein wird und dass der Zweck die Mittel rechtfertigt. The end justifies the means. Der Zweck rechtfertigt oder eben auch, wie man so schön sagt, heiligt die Mittel. Ja? Jedes Mittel ist recht, dass am Ende die Kirche der Gewinner ist. Und dafür muss ich eben als Jesuit mich mit meinem Jesuitenbruder austauschen, der vielleicht auch auf der anderen Seite ist, der offen total gegen das ist, was ich bin. Aber wir wissen beide, dass wir beide Seiten besetzen müssen und beide Seiten bespielen müssen, um in der Zwischenzeit, wenn wir die beiden Seiten dichter und dichter und dichter zusammenschieben, dazwischen die Liberalen, die Juden, die Protestanten zerquetschen und vernichten können. Da geht es im Grunde drum. Viele Amerikaner sehen es jedoch nicht in diesem Licht. Die Amerikaner denken nur an die Tatsache, dass das Hitler-Regime anfangs katholische Priester in Konzentrationslagern internierte, weil sie sich weigerten, seinem Diktat zu gehorchen. Die Leiter religiöser Orden wurden wegen Geldschmuggels aus dem Land vor Gericht gestellt. Dass einige Mitglieder religiöser Orden verhaftet und für Verbrechen gegen die Moral verurteilt worden, dass einige Priester eingesperrt wurden, weil sie angeblich Kommunisten beherbergten. Die Hitler-Sympathisanten wandten sich gegen Kardinal Faulhaber, Kardinal Innitzer und den Bischof von Salzburg. Die öffentliche Schulbildung wurde in Österreich aus den Händen der Priester genommen. Dass die katholische Zentrumspartei vernichtet und ihre Mitglieder verfolgt wurden. Dass ihr Führer, Dr. Klausner, am 30. Juni 1934 in Hitlers Blutreinigung, ja, die Nacht der langen Messer, ermordet wurde. Ja. Kardinal Faulhaber, ich glaube, von dem habe ich sogar ein Bild hier, muss ich mal eben schauen, hätte ich mir eigentlich vorbereiten sollen, wartet mal eben. Faulhaber, ich meinte, ich hätte von dem ein Bild vorbereitet, ich bin es aber nicht ganz sicher, kann auch sein, dass nicht. Du sag mal, Jörg. Ja, hier ist Kardinal Faulhaber, ja. Ich glaube, in Herrscher des Bösen gab es mal eine Erwähnung in einem Kapitel, dass die Priester, die nicht das Buch Mein Kampf neben die Bibel gelegt haben, dass die auch verfolgt wurden. Das ist, glaube ich, in Die verborgene Geschichte der Jesuiten, dass das darin vorkommt. Es ist ja so, dass das Buch Mein Kampf in jeder Kirche neben der Bibel ausgelegt werden musste. Zum Beispiel. Ja. Und der römische Klerus, also die Kleriker, die haben auch einen Schwur leisten müssen auf den Führer. Das lesen wir auch später noch in diesem Kapitel, wo wir jetzt gerade drin sind. Ja. Ich wollte mal kurz auf dieses Bild eingehen. Hier sehen wir den Erzbischof Jakobus von Bamberg. Hier. Hier sehen wir Antichrist Papst Pius XI. Hier sehen wir Bischof Dr. Sebastian aus Speyer. Und hier sehen wir Kardinal Faulhaber, der früher in Speyer regiert hat. Dieser Faulhaber, den wir hier mal groß selbst im Bild sehen, mit seiner Mitra, ja, mit seiner Kardinalsmütze, mit seinem dagonischen Kopf,
Der war der Herausgeber der päpstlichen Enzyklika mit brennender Sorge. Die erschien 1937 auf den persönlichen Wunsch des Antichristenpapst Pius XI. Mit brennender Sorge, wo nach dem Motto der Vatikan vor dem Nazifaschismus warnt. Nach dem Motto wie in dem Zauberlehrling, ne? Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Aber ganz so war es natürlich nicht, weil das war natürlich nur ein lächerlicher Schrei ohne irgendeine Bedeutung. Aber dieser Kardinal Faulhaber war eine sehr wichtige Person und unter der kann man mehr erfahren, wenn man sich den Wikipedia-Link hier öffnet und den gebe ich euch natürlich in diesem PDF mit, dann könnt ihr da selbst drüber nachlesen. Ja? Aber die Hitler-Sympathisanten wandten sich gegen Kardinal Faulhaber, der halt mit brennender Sorge verfasst hat. Sie wandten sich ebenso gegen Kardinal Innitzer und den Bischof von Salzburg. Die ganze öffentliche Schulbildung wurde in Österreich aus den Händen der Priester genommen, dass die katholische Zentrumspartei vernichtet und ihre Mitglieder verfolgt wurden, ihr Führer Dr. Klausner in der Blutreinigung ermordet wurde. Diese und andere Tatsachen werden manchmal angeführt, um zu zeigen, dass der Nazisozialismus aktiv gegen die katholische Kirche vorgegangen zu sein scheint. Es scheint so. Der Kardinal Faulhaber, der das Enzyklikal mit brennender Sorge verfasst hat, hat das natürlich gemacht in einem Schreiben im Grunde gegen den Faschismus, aber im Auftrag von Antichrist Papst Pius XI. Welche Logik ergibt das denn? Ja, das gibt die Logik, dass wir uns erinnern, es ist die Jesuitenagenda. Ja? Das ist zwar hier aus dem Schwur der Jesuiten genommen, aber die römischen Katholiken, die selbst keine Jesuiten sind, handeln auch nicht viel anders. Auch in der römisch-katholischen Kirche gibt es Leute in einem sogenannten rechten Flügel und in einem sogenannten linken Flügel und in einem sogenannten liberalen Flügel. In der Mitte gibt es wahrscheinlich auch noch. Und die arbeiten auch immer in der Hinsicht zusammen, dass am Ende eben die Kirche der Gewinner ist. Diese Jesuitenagenda ist nicht nur den Jesuiten vorbehalten, die zieht sich durch die ganze römisch-katholische Kirche durch. Und Kardinal Faulhaber wusste ganz genau, welche Rolle er nimmt, wenn er diese Enzyklika mit brennender Sorge schreibt. Papst Pius XI. Wusste ganz genau, welche Rolle er spielt, wenn er die Enzyklika der brennenden Sorge erzählt. Das ist die äußere Lehre, meine lieben Brüder und Schwestern. Die innere Lehre ist, dass sie hinter den Kulissen den Nazifaschismus überhaupt erst hochgebracht haben. Das erzählen sie euch nicht. Aber mit ihren Enzykliken und Bullen und Schreiben, da sind sie gegen den Faschismus. Aber hinter den Kulissen ziehen sie die Drähte, an denen die Puppen eben dieses Faschismus am Tanzen sind. Das deckt dieses Buch wie kein anderes, ehrlich gesagt, auf. Und Kardinal Faulhaber hat da eine ganz wichtige Rolle in gespielt. Kardinal Innitzer auch. Das sind dann solche Leute, die muss man dann später als Märtyrer, sage ich jetzt mal, zum Beispiel eben präsentieren können. Das ist genau dasselbe wie, ich weiche jetzt vielleicht ein wenig ab, aber ist doch mal interessant, Galileo Galilei. Der ist derjenige, der introduziert hat in die Kirchenlehre, dass die Erde rund ist und dass sie sich um sich selbst dreht. Und dafür wurde er als Ketzer sogar verfolgt. Heutzutage ist genau das, was Galilei gelehrt hat, die Lehre der römisch-katholischen Kirche auch. Seht ihr, wie das immer wieder zusammenpasst, dass sie beide Seiten bespielen und dann am Ende die Lösung nehmen, die für sie am bequemsten ist? Aber sie bespielen beide Seiten. Ja? Bevor Galilei kam, wusste die ganze Welt mehr oder weniger, die Erde ist flach. Und da kam Galilei und sagte von, nee, die Erde ist rund und sie dreht sich um sich selbst. Und dafür wurde er ein Ketzer gemacht. Und diese ketzerische Lehre ist heute die allgemeine Lehre der römisch-katholischen Kirche. Ich trete jetzt hier keine Diskussion los, ob die Erde rund oder flach ist. Ich beschäftige mich damit nicht. Weil in der Bibel stehen sowohl Verse, die für eine runde Erde sprechen, als Verse, die für eine platte Erde sprechen. Zum Beispiel, dass die Erde auf Pfeilern steht und so weiter und so weiter. Das kann man sich mit einer runden Erde vielleicht weniger vorstellen, aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Dinge, die erst von der römisch-katholischen Kirche abgelehnt wurden, später ihre Lehre übernommen wird. Galileo Galilei ist ein Beispiel.
Darwin ist ein anderes Beispiel aus dem 19. Jahrhundert und seine Evolutionstheorie. Selbst der Papst sagt ja inzwischen, dass Evolution ein Fakt ist. Und dass sie sich sogar mit der Bibel vereinigen lässt. Ja, so wie er die Worte der Kirche verdreht, ist das ganz sicher so. Und ja, wie er die Worte der Kirche verdreht, da kann Michael ein Lied von singen, weil ich habe gestern ein Stück vorgelesen für ihn aus Romanismus und die Reformation, aus dem Buch zitiert Fox's Book of Martyrs, ja, das Martyrium von John Fox geschrieben, ein Buch aus dem 16. Jahrhundert, das an Anfang des 19. Jahrhunderts ins Deutsche übersetzt wurde. Anderthalb Seiten habe ich ihm vorgelesen und da kam genau das drin vor. Na, Michael, erinnerst du dich noch, ne? Ja, und wenn er Antichrist erzählt, es lässt sich alles mit der Bibel vereinbaren, die Evolutionstheorie, dann mag das mit seiner Bibel so sein. Aber da die römisch-katholische Kirche ja, wenn ich jetzt mal so ketzerhaft sage, fast jedes Jahr eine neue Bibel rausbringt, werden wir sicherlich auch irgendwann in der 600. Ausgabe da eine komplett neue, revidierte, überrevidierte, komplette neue Mega-Version bekommen, wo dann alles irgendwo wieder komplett umgedreht ist. Ich finde es halt einfach sehr obskur, wenn man eine, wenn die innere, also wenn die äußere Lehre letzten Endes sich dermaßen anpassen lässt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann hat sich die römisch-katholische Kirche ja dann doch geändert im Laufe der Jahre, denn dann ist sie ja doch in ihrer Meinung extrem flexibel und hat ja gar keine Statuten, ja? Denn sie benennt sich selber in ihren Statuten ja als Mutterkirche und zum Zweiten benutzt sie ja das Attribut unfehlbar für ihren obersten Hirten, ihren obersten angeblichen Hirten. Ja, dann scheint sich doch für mich die Frage aufzutun, wenn dem so ist, warum ist dem Unfehlbaren denn nicht aufgefallen, dass seine angeblichen 300 vorherigen Übersetzungen dann schon fehlerhaft waren? Mal nur so zum Denkanstoß. Ist interessant, um da mal drüber nachzudenken, ja. Aber im Grunde nicht müßig, weil wir wissen, dass der Antichrist ja nichts anderes ist, also der Papst nichts anderes ist als Satan, der sich die Maske des Papstes vorhält. Und Satan ist der Vater der Lüge. Ja, er ist ein sündiger Mann, er ist the man of sin. Der Papst selber, ja, der ist ein sündiger Mensch, ja. Und damit ist er ja auch nicht von einer Jungfrau geboren worden. Ja, sowieso ja? Nicht, ne. Und deswegen, wie soll er da der Nachfolger Jesu Christi sein? Ja, Petrus selber, wenn er sich auf dem Fuße steht, dann empfehle ich doch einfach den Zuhörern jetzt mal, die er zumindest Englisch können, die kommende Buchlesung Simon Peter versus Simon the Sorcerer zu verfolgen, wo genau eben dieses Fundament der römisch-katholischen Kirche entrissen wird, dass die eben nicht auf dem Fundament steht, dass sie eben nicht der Nachfolger von Jesus Christus respektive Simon Petrus ist. Das ist nämlich einer der Grundpfeiler, der Grundaxiome der römisch-katholischen Kirche und den kann man da genauso nihilieren, den kann man genauso vergessen, den kann man ausradieren und im Endeffekt bleibt da nichts anderes als Grimms Märchen. Ja, die apostolische Nachfolge, die basiert auf, dass Petrus in Rom war und dass Petrus der erste Papst war. Das wird in der Serie Simon Peter vs. Simon Magus wirklich in den Grund getreten, diese Theorie der römisch-katholischen Kirche. Da hast du recht. Ja. Schön, dass du das mal eben zur Sprache bringst. Ja, ich habe da heute noch einen Kommentar eben auf Brad Normans Kanal gemacht und habe da also in Englisch eben draufgeschrieben, what a great topic of utmost importance. This should be given a second title like Foundation of the Roman Catholic Church Crushed. So, und ich weiß nicht, ob wir es irgendwann mal in Deutsch machen können oder wollen. Da bräuchten wir einen pfiffigen Menschen wie den Viktor zum Beispiel. Aber ich finde es halt unendlich interessant, weil man da halt tatsächlich sieht, wenn ein Gebäude nicht auf einem soliden Fundament gebaut ist, dann wird es halt irgendwann zusammenbrechen. Und dann hat es auch keinen Sinn, den Dachstuhl zu renovieren oder es von außen neu anzustreichen. Dann lässt es sich einfach nicht reformieren. Ja, das hat Jesus ja schon gesagt. A house divided in itself cannot stand. Ein Haus in sich selber dividiert kann nicht stehen. Ja. Ein Glauben dann auch nicht. Denn wenn ich dann halt nicht an die Evolution, wenn ich nicht an die Kreation Gottes glaube, sondern an die Evolutionstheorie, wo bleibt dann Gott? Wo bleibt dann der Glaube an Gott? Dann ist ja alle anderen Dinge, die dann halt dem nachfolgen, kann ich ja genauso gut in Frage stellen. Deswegen stellt sich ja einfach dann die katholische Kirche einfach sich selbst auch in Frage.
Naja, sie stellt sich nicht so sehr in Frage. Das Einzige, was sie macht, ist natürlich mit diesen verschiedenen Lehren, die sie rausbringt, ist an Glaubwürdigkeit einbüßen, mehr oder weniger. Und wenn die römisch-katholische Kirche auf lange Basis gesehen an Glaubwürdigkeit einbüßt, dann verwirrt sie die Menschen, die ihr folgen und die ihr glauben. Und das ist ja genau das, was sie wollen. Das ist ja genau das, was Satan will. Die Menschen verwirren. Dazu ist ihm jedes Mittel recht. Die ja, römisch-katholische Kirche ist für Satan auch nur Mittel zum Zweck, um sein Ziel zu erreichen, nämlich schlussendlich die Anbetung zu erreichen, die er in Jesaja Kapitel 14, Verse 12 bis 14 fordert. Und die er und versucht hat, von Jesus Christus zu bekommen in Matthäus Kapitel 4. Ja, ja. Natürlich, wirf dich nieder und diene. Ja, 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 genau. Die römisch-katholische Kirche ist nur Mittel zum Zweck. Und solange das dazu hilft, die Leute zu verwirren und vom wahren Glauben der Bibel abzubringen, ist alles gerechtfertigt. Wir müssen verstehen, und ich glaube, das muss wirklich mal jeder verstehen, auch die römisch-katholische Kirche ist nur ein Mittel, das Satan einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Okay, er setzt den Papst an die Spitze und der Papst ist der Antichrist. Und der wird bei der Wiederkunft Jesu Christi verschlungen durch, wenn Jesus Christus sein Wort spricht, wie es in 2. Thessaloniker Kapitel 2, Verse 8 bis 10, glaube ich, ungefähr geschrieben steht. Ja? Aber in der Zwischenzeit ist die römisch-katholische Kirche vor allen Dingen dazu da, um die Leute zu verwirren. Und das ist genau das, was auch in der Bibel geschrieben steht. Für diesen Grund, eben weil die Leute mehr Menschen gehorchen, schickt Gott ihnen einen großen Irrtum. So steht's geschrieben in der Bibel. Und dieser große Irrtum ist eben auch die römisch-katholische Kirche. Deswegen sagt er an anderer Stelle in Offenbarung 18, Vers 4, kommt heraus aus ihr, mein Volk. Dass er die Leute rausruft, die da drin sind, verlasst euch doch nicht verarschen. Seht ihr denn nicht, dass das alles nur ein, wie man so schön sagt, ein Scam ist, ein Theater ist? Es geht um mein Wort, sagt der Herr, und um nichts anderes, um sein unverfälschtes Wort. Alles andere ist Quatsch, alles andere ist Verwirrung. Und alles andere leitet euch lediglich von der Bibel weg. Welches Mittel es auch ist, Katholizismus, Islam, Buddhismus, Hinduismus, Atheismus, Evolutionslehre, runde Erde, flache Erde, spielen alles keine Rolle. Welchen Quatsch du auch glaubst, Hauptsache du beschäftigst dich nicht mit der Bibel. Das sind alles Ablenkungsmanöver. Das ja, alles ist Zeitverschwendung. Das ist Kriegsführung, wie sie Sun Tzu in seinem Buch Die Art des Krieges bereits beschrieben hat. Und dann erinnern wir uns bitte, dass Sun Tzu niemals ein Buch geschrieben hat, sondern dass ein Jesuitenpater mit Namen Amiot das 1772 aus dem Chinesischen so gesagt ins Französische übersetzt hat. Dieser Amiot hatte die Zustimmung des damaligen Jesuitengenerals Lorenzo Ricci. Und das passierte genau ein Jahr, bevor die Jesuiten so gesagt verboten wurden von Papst Clemens dem 14. Den sie dann auch vergiftet haben. Und das war alles nur Agenda. Papst Clemens der 13. war schon ein Schüler von Ricci. Papst Clemens der 14. ist ein Schüler von Ricci gewesen. Und der Papst, der danach kam, der Bracci, den sie danach eingesetzt haben, der war auch ein Schüler von Lorenzo Ricci. Lorenzo Ricci war einer der mächtigsten Jesuitengenerale in der ganzen Geschichte des Jesuitenordens überhaupt. Und fast keiner kennt ihn. Das ist eben das Tolle. Das ist genau wie mit den Gründungsvätern der Vereinigten Staaten von Amerika. Da gibt es ja auch dieses Bild, was ich habe von Charles Carroll. Niemand kennt meinen Namen. Niemand kennt mich. Niemand weiß, wer ich bin. Und Charles Carroll war der reichste Mensch in den Kolonien damals. Ohne den hätte es überhaupt keinen Unabhängigkeitskrieg gegeben. Ohne den hätte es die Verfassung überhaupt nicht gegeben. Charles Carroll. Aber kein Mensch kennt ihn. Das sind die Leute aus dem Hintergrund. Das sind die Leute, die wir mit solchen Lesungen hier exponieren wollen. Auch die römisch-katholische Kirche ist dem Teufel nur Mittel zum Zweck, um dafür zu sorgen, dass die Menschen desillusioniert rumlaufen wie Hühner mit abgeschlagenen Köpfen und sich dann dem Teufel zuwenden. Und im Endeffekt einen luziferianischen Eid akzeptieren werden, um in dieser neuen Weltordnung angekommen zu sein. Und zu sagen von, dann gehören wir eben zu Luzifer. Hauptsache, wir gehören nicht zu Gott. Ja. Das hast du super gesagt, super zusammengefasst. Ich würde jetzt auch gerne eben mein Schlusswort sagen. Danach können wir ja mit der Lesung dann weiter fortfahren.
Ich habe heute noch ein Seminar gehört, Characteristics of the Antichrist, wo Tom Frest gesagt hat, Amerikaner sind zu faul, um Bücher zu lesen, deswegen mache ich dieses Video. Und dieses können wir jetzt, glaube ich, für alle da draußen auch so interpretieren. Heutzutage ist es völlig unmodern und altmodisch, überhaupt ein Buch zu lesen. Und deswegen machst du und machen wir uns einfach die Arbeit, der Viktor mit dem Übersetzen, du mit Vortragen, ich mit Zuhören und meinen Senf dazugeben. Und ich glaube letzten Endes, dass wir damit auch weit über unser Spektrum hinaus und wahrscheinlich auch weit über unsere Lebensspanne hinaus noch Menschen damit erreichen können, Menschen damit auch dann wirklich glücklich machen können, indem sie halt wirklich die Wahrheit kennen und auf dem schmalen Pfad dann finden. Und deswegen machen wir, glaube ich, auch nur Videos, weil man heutzutage nicht mehr gewöhnt ist, ein Buch zu lesen oder auch ein Buch jemand anderem vorzulesen. Ja? Deswegen machen wir Videos. Ja, das hast du schön zusammengefasst. Victor, du bist so still, hast du da auch eine Meinung zu? Also ich hätte jetzt dazu jetzt auch, zu was ihr gesagt habt, kann ich jetzt eigentlich gar nichts weiter dazu anfügen. Was mir jetzt noch so aufgefallen ist, allgemein, wenn wir jetzt, sage ich mal, unsere jetzt so nähere oder jetzt nicht so weit weg, also die nähere Vergangenheit blicken, dann sehen wir auch oft so diese Täuschungsmanöver, wie wir ja was präsentiert bekommen. Für mögliche oder relevante Kriegseinsätze, wenn es um die Irakkriege zum Beispiel geht oder auch 9/11 oder so halt, ne? Dass damit natürlich dann auch so die Masse halt immer getäuscht wird, ne? Bis heute. Und das natürlich irgendwie auch sich wieder so deckt, ne? Mit der ganzen Geschichte, wie wir sehen. Damals war es halt, wurden den Leuten halt das vorgemacht, dass da, ja, auch in der katholischen Kirche Leute verfolgt wurden. Und wahrscheinlich auch, ja, davor halt, in den ganzen Epochen davor, gab es immer Täuschungsmanöver, wo die Leute halt, ja, aufs Glatteis geführt wurden. Deswegen halt auch, wie dieses trojanische Pferd sich auch in der Lage ist, wie ein Chamäleon immer zu tarnen. Also selbst der erste, zweite Blick reicht nicht. Man muss wirklich in die Tiefe blicken und alles analysieren und studieren. Ja, guck mal, weil die Leute auch so oberflächlich sind, wenn ich mal eben eingreifen darf. Weil die halt einfach selber für sich denken und für sich glauben lassen. Nach dem Motto, der Priester wird schon wissen, was er tut. Ja, das ist auch eine Art von Bequemlichkeit, glaube ich. Die unterstelle ich jetzt einfach mal einigen, die halt sagen, ja gut, das reicht ja, wenn ich einmal im Jahr an Weihnachten in die Kirche gehe. Da muss ich ja nicht mehr die Mühe machen, meine Bibel zu lesen. Das wird ja alles für mich erledigt. Das ist dann so wie bei der Krankenkasse, beim Arzt, da mache ich einfach den Mund auf und anstatt die Zähne vernünftig zu putzen und ich nehme mich da nicht aus mit, ja, dann muss der Zahnarzt wieder alles richten. Das ist ein bisschen eine Konsumhaltung irgendwie. Also, das ist meine Meinung, Viktor. Ja, wir können ja noch mal eben zurückgehen auf die Bibel. Dann lesen wir vielleicht mal hier in Matthäus 24, eins der wichtigsten Kapitel im Matthäusevangelium. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Genau in der Position sind wir doch, oder, meine Brüder? Krieg und Gerüchte von Krieg, Heidenvölker, die sich gegeneinander aufwiegeln und Krieg führen miteinander, das eine gegen das andere, Hungersnöte, Seuchen, Naturkatastrophen, Überflutungen, Vulkanausbrüche, nennt es noch mal alles, was da kommt. Genau das, wovon Jesus Christus hier gesprochen hat, von den Verführungen und Nöten in der Endzeit. Von dieser Endzeit, da sprechen wir heute drüber von. Genau da sind wir. Es werden viele falsche Propheten auftreten.
Wir wissen, an einer anderen Stelle in der Bibel spricht er von dem falschen Propheten. Aber es werden viele falsche Propheten sogar auftreten. Was sind denn die ganzen verschiedenen, ich sag mal jetzt nicht nur YouTube-Kanäle, sondern auch in den großen Kirchen, vor allen Dingen in Amerika, in den großen Megakirchen, diese großen, wie zum Beispiel Kenneth Copeland und Benny Hinn und Joel Osteen und wie sie nicht alle heißen. Das sind alles falsche Propheten, die den Leuten falsche Lehre lehren. Und der größte falsche Prophet ist der Antichrist, der sich in der römisch-katholischen Kirche versteckt und sich als Christentum ausgibt und damit dem Christentum einen schlechten Namen gibt und damit dafür sorgt, dass viele Leute eben gar nicht mehr wissen, wohin sie sich wenden sollen, weil sie vergessen haben, wer Jesus Christus ist. Deswegen sagt er, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Harre aus! Und wie kannst du ausharren? Nur wenn du das Wort Gottes in deiner Hand hältst. Nur wenn du das Vertrauen in Jesus Christus hast, dann kannst du ausharren. Entschuldigung, Jörg, ich habe gerade ein Bild im Kopf, und zwar von Genesis, Jesus, He Knows Me. Ja, das kenne ich, das Lied. Da hat er auch ein Video, wo der Phil Collins als Prediger verkleidet ist und genauso eine billige Verkaufsmasche quasi hat übers TV. Denn wenn ich über TV eine Evangelisation mache und das Medium TV dafür benutze, dann spart uns da ja einiges. Ne? Ja, es waren verschiedene Gruppen, die da Lieder drüber gemacht haben. Depeche Mode hat ja auch das Lied Personal Jesus damals rausgebracht. Noch früher, Anfang der 80er Jahre, Blasphemous Rumors, ja, gotteslästerliche Gerüchte. Auch so ein gotteslästerliches Lied. Und ja, über diesen Personal Jesus und das Lied von Genesis da. Das Lied von Genesis fand ich immer ganz gut eigentlich. Das habe ich voll lauthals mitgesungen, weil das ist ganz typisch, ne? Das ist Wasser predigen und Wein saufen, ne? Das ist genau das, was die römisch-katholische Kirche all die Jahre macht. Na gut, wir hatten jetzt auch noch Matthäus 24 mit einbezogen. Ich denke, das war ein wichtiger, kleiner Exkurs, den wir aus dieser Buchlesung rausgemacht haben. Ich möchte jetzt doch noch ein wenig mit der Buchlesung fortfahren, aber ich denke und ich hoffe, dass die Leute ein wenig verstanden haben, worum es uns hier ging. Und wenn wir hier von Kardinal Faulhaber lesen, der Herausgeber der päpstlichen Enzyklika von brennender Sorge war, dann wissen wir, dass er nur eine Rolle gespielt hat, eine Rolle, die er wissentlich und willentlich gespielt hat. Nach außen hin den Faschismus anklagen, aber nach innen hin für die Organisation arbeiten, die den Faschismus überhaupt erst möglich gemacht hat. Das ist so für Kardinal Faulhaber, das ist so für Kardinal Innitzer, das ist so für den mit der katholischen Zentrumspartei und so weiter, diesem Dr. Klausner. Das sind alles Leute, die werden dann später. Dr. Klausner, habe ich da nicht auch ein Bild von besorgt? Dachte ich mir, muss ich mal eben schauen. Bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, dass ich da doch auch eins besorgt hatte, weil ich hatte den, glaube ich, noch nachgelesen in der Vorbereitung dieser Buchlesung. Ne, keine Suchresultate finde ich hier nicht. Dass sie von dem sogar mehr oder weniger noch einen Märtyrer gemacht haben. Aber das könnt ihr dann ja selbst heraussuchen. Also, wir müssen halt verstehen, dass dieser Kardinal Faulhaber auch nur eine Rolle spielt und okay, dann wurde er vielleicht verfolgt von der einen oder anderen Seite, aber das nehmen die Leute halt in Kauf, weil die ja eben auch alles nur dazu machen, dass am Ende die Kirche der Gewinner ist und niemand anders. Also, lesen wir weiter. Es sind jedoch nur Tatsachen, deren wahre Bedeutung unter der Oberfläche verborgen ist. Da kommt ja schon der nächste Kommentar. Ja, wie gesagt, gehen wir mal drauf zurück, auf den Kommentar Jesuitenagenda. Genau das, was ich vor einer halben Stunde oder wann es angeholt habe. Wer diese Jesuitenagenda nicht versteht, dass der Zweck die Mittel heiligt und dass man sich auf die eine Seite stellt und seine Politik vertritt und gegenüber steht sein eigener Bruder aus derselben Kongregation, ist das jetzt aus dem Jesuitenorden oder aus der römisch-katholischen Kirche, und vertritt eine andere Meinung, dann ist das nur dafür da, um die Menschen, die man in der Mitte da zusammenquetscht, eben zusammenquetschen und töten kann. Da geht es im Grunde drum. Stellt euch das vor, wie diese berühmte Szene, die kennt ihr doch sicher alle aus dem Star Wars Film, aus dem allerersten, wie hieß denn der, A New Hope oder was? Also der erste Film, der rauskam, das war ja im Grunde wirklich Teil 4 oder was. Da gibt es doch diese eine Szene, wo sie da in dieser Müllschluckanlage da drin sind und die Mauern da auf einmal zusammengequetscht werden, um die zusammenzuquetschen. Da kommen sie gerade noch raus.
Aber der Punkt ist, genau das ist, was die römisch-katholische Kirche macht. Sie stellt sich auf die eine Seite und vertritt die Meinung, sie stellt sich auf die andere Seite und vertritt die Meinung und dann werden die zusammengequetscht und die, die zusammengequetscht werden, das sind die Juden, das sind die Protestanten, das sind die alle Gegner der römisch-katholischen Kirche. Man kann es auch anders ausdrücken mit der Hegelschen Dialektik. These, Antithese, Synthese. Ist genau dasselbe. Wenn ich den ganzen Kram zusammengequetscht habe, dann kommt ein kompakter kleiner Block, der fällt dann unten raus, wie das bei einer Schrottpresse ist. Und diesen Block gebrauche ich dann als meine neue These. Dann stelle ich wieder eine Antithese vor und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Und genau das ist das Spiel. Deswegen spreche ich so oft von der Großvateruhr. Wisst ihr noch, wovon ich da immer spreche? Grandfather Clock. Ich zoome mal eben das Bild nochmal ran, dass wir uns das eben nochmal vor Augen rufen. Diese Grandfather Clock, diese Uhr, die dieses große Pendel hat, wie ihr hier seht, ja, das Pendel schlägt nach rechts und nach links, nach rechts und nach links und sonst ändert sich hier überhaupt nichts. Nix. Das Einzige, was sich verändert, sind die Zeiger an der Uhr. Und die Zeiger an der Uhr sind die Agenda des Teufels. Die fordert immer weiter bis zum Ende der Zeiten. Und je schneller das Pendel von rechts nach links schlägt, das ist ein Zeichen dafür, dass der Teufel weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Er muss die Geschwindigkeit der Uhrzeiger hier oben nach oben treiben. Deswegen schlägt das Pendel immer schneller von rechts nach links. Wir sind noch nicht mal 100 Jahre nach dem Dritten Reich und wir gehen wieder auf eine Rechtsregierung zu, ganz sicher in die Vereinigten Staaten von Amerika. Ja? Undenkbar, dass sowas innerhalb von einem Jahrhundert zweimal passieren kann. Ah, da sind inzwischen drei Generationen ins Land gegangen und die, die es damals mitgemacht haben, da gibt es heute niemanden mehr von. Damit stirbt das alte Wissen aus. Damit stirbt das Geschichtswissen aus. Und das ist genau der Punkt, weshalb wir solche geschichtlichen Bücher wie das Buch von Hinter den Diktatoren hier von Leo Herbert Lehmann lesen. So, wolltest du noch was sagen, Michael? Ja, aber deswegen, weil es das Pendel immer schneller ausschlägt, passieren halt auch ganz viele Fehler. Und deswegen werden die Lügen auch mal größer und die Vertuschung wird immer stümperhafter. Oder es kommen halt mehr Sachen in die Oberfläche. Und ich denke, dass viele Leute merken, instinktiv, irgendwas stimmt nicht, aber noch nicht die Richtung wissen. Und denen wünsche ich echt, dass die mal unseren, also deinen Kanal und andere Kanäle hier mal finden und dass denen dann echt ein Licht aufgeht. Also das wünsche ich mir wirklich. Das Problem, Michael, mit vielen Leuten, denen, wie du sagst, ein Licht aufgeht, ist eigentlich ein anderes. Sie merken, dass in dem System etwas nicht stimmt. Da hast du recht. Aber sie wissen nicht, was nicht stimmt und sie wissen nicht, an wen sie sich wenden können für Hilfe. Und dann wird mit Hilfe dieser Leute in dem System ein Chaos produziert. Und aus diesem Chaos schöpfen sie ihre Kraft, um etwas Neues zu kreieren. Ordo ab Chao, wie es so schön bei den Freimaurern eben auch heißt. Order oder Ordnung aus dem Chaos. Die wenigsten verstehen in so einem Augenblick von Chaos, von Unordnung, von Tohu wa Bohu, ja, wie die Erde am Anfang war, als sie geschaffen wurde. Ne? Die Erde war, wie heißt das in der deutschen Bibel? Sie war leer und wüst. Ja? Das hebräische Wort dafür ist Tohu wa Bohu. Ist auch ein Wort, was wir im deutschen Sprachgebrauch kennen. Ne? Das ist ein hebräisches Wort. Wenn wir das lesen im zweiten Vers der Bibel, die Erde aber war wüst und leer, die Erde war Tohu wa Bohu. Und Gott hat aus diesem Tohu wa Bohu damals Ordnung geschaffen in 6 Tagen. Und das wollen die Freimaurer auch. Das will die römisch-katholische Kirche auch. Aber ihre Ordnung, nicht die Ordnung von Gott, sondern ihre. Ihre neue Welt. Ja? Es geht wirklich bis auf den allerersten Satz oder den zweiten Vers in diesem Fall vom allerersten Buch der Bibel. Darauf geht es zurück. Und wenn die Leute sich in dem Chaos gefangen fühlen hier, dann ist das Problem, dass ihnen ja niemand die Lösung für dieses Chaos präsentiert. Und was ist die Lösung für dieses Chaos? Die Bibel. Gottes Wort. Nur darin steht die Lösung. Deswegen hatte ich es gerade vorgelesen in Matthäus 24. Ich mach's nochmal eben auf hier.
Moment, ich bin ja ganz am Anfang der Bibel, muss wieder in Matthäus 24. Deswegen steht, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündet werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Aber das Zeugnis der Heidenvölker, für das es gebracht wird, die müssen auch hören und hören wollen. Und wir haben immer diejenigen, die nicht so gerne hören und nicht so gerne hören wollen, auch dazwischen. Wie lange sind wir überhaupt schon beschäftigt hier? Knapp 50 Minuten, dann machen wir doch mal eben weiter mit der Buchlesung, ja? Also, die Großvateruhr, erinnert euch das bitte. Das ist, wo der Kardinal Faulhaber auch eben mitspielt mit seiner Agenda und wofür dieses päpstliche Enzyklikal mit brennender Sorge 1937 erschienen ist. In Wirklichkeit sind das keine Anzeichen für einen Krieg gegen die katholische Kirche als Ganzes, sondern nur gegen bestimmte Gruppen innerhalb dieser Organisation, die gegen einen entsprechenden Plan des Wiederaufbaus und der faschistischen Reglementierung sind, der gleichzeitig von Antichrist Papst Pius XI. Innerhalb der Kirche selbst eingeführt wurde. Wie gesagt, auf der einen Seite bringt er das Enzyklikal mit brennender Sorge raus und auf der anderen Seite stiftet er den Faschismus. Hitler, Goebbels, von Papen und der größte Teil der höchsten Beamten im Dritten Reich sind Katholiken von Geburt an und durch ihre Erziehung, die sie genossen haben. Die Verwirrung der Öffentlichkeit über die Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und dem Nationalsozialismus ist darauf zurückzuführen, dass nur wenige Menschen das Innenleben der katholischen Kirche genau kennen. Vor allem wurde ihnen klar gemacht, dass römischer Katholizismus das Christentum ist. Ja, wenn ich von der römisch-katholischen Kirche ständig solche Falschlehren höre, dann kann ich mich doch schwierig Jesus Christus zuwenden, von dem die römisch-katholische Kirche behauptet, der Repräsentant auf dieser Erde zu sein, richtig? Das ist eben das Chaos, das sie säen wollen, die Verwirrung, die sie säen wollen, der man sich ganz leicht hingeben kann, wenn man nicht die Bibel in der Hand hält. Die Bibel ist unsere einzige Waffe, die wir haben. Unsere einzige Waffe. Es gibt nichts anderes. Schaut, ich muss da nochmal eben drauf hingehen. Das ist echt einer meiner Lieblingsverse. Ich lese ihn oft genug und ich werde es jetzt auch nochmal eben tun. Im Brief der Epheser, Kapitel 6, Verse 10 bis 18. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegen den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Es gibt 7 Waffen, die die ganze Waffenrüstung Gottes sind. 7, eine ganz bestimmte Zahl mit einer ganz bestimmten Bedeutung in Gottes Wort. Und diese 7 werden jetzt aufgezählt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Habt ihr die 7 Punkte mitgezählt? Steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit 1 und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit 2, die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens 3, ergreift das Schild des Glaubens 4 und nehmt den Helm des Heils 5 und das Schwert des Geistes, welches das Evangelium Gottes ist 6, indem ihr zu jeder Zeit betet 7.
Das ist die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen, Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18, meine lieben Brüder und Schwestern. Wenn wir das nicht haben, dann haben wir gar nichts. Wenn wir Jesus Christus nicht haben, dann sind wir nichts und dann haben wir nichts. Ja? Und darauf müssen wir uns besinnen. Die Verwirrung der Öffentlichkeit über die Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und dem Nationalsozialismus ist darauf zurückzuführen, dass nur wenige Menschen das Innenleben der Kirche genau kennen und dass sie überhaupt nicht wissen, wie sie sich dagegen verteidigen können. Sie wurden dazu gebracht, zu glauben, dass der Katholizismus ein streng einheitliches System ist. Sie wurden dazu gebracht, zu glauben, dass der Katholizismus Christentum ist, was er nicht ist. Die Wahrheit aber ist, dass es nicht die wunderbare Einheit ist, wie es allgemein erscheint. Wie alle Natur- und Geschichtsphänomene unterliegt auch die römisch-katholische Kirche dem Gesetz der Polarität und der philosophischen Widersprüche. Es hatte immer sein konservatives, reaktionäres Element gegen gegnerische liberale Gruppen. Um also den Status der katholischen Kirche in Bezug auf den Nationalsozialismus vollständig zu verstehen, ist es absolut notwendig, die Details dieser gegensätzlichen Tendenzen und Kräfte innerhalb der kirchlichen Organisation zu kennen. Geschichte allein kann den Schlüssel zum Geheimnis liefern. Und wenn ich in diesem Bildungssystem, in dem wir leben, dafür sorge, dass die Leute keine Geschichtskenntnisse mehr haben, und wenn ich ihnen die Bibel wegnehme, in denen Prophezeiungen stehen, was nichts anderes als Geschichte im Voraus geschrieben, dann habe ich die Macht über die Leute und dann kann ich ihnen erzählen, was ich will, und sie glauben alles. Und genau das ist die Politik der römisch-katholischen Kirche. Und genau darum haben sie damals die Deutschen in den Nationalsozialismus getrieben. Und genau darum treiben sie die Leute heute, kopflos wie sie sind, von rechts nach links. Ich meine, seht euch das doch mal an, was in Deutschland los ist, dieses arme Land. Da haben die für letztes Jahr 2017 eine Wahl abgehalten, um sich einen neuen Bundeskanzler zu wählen, haben dieselbe alte Schabracke wiedergewählt, die davor war, aber noch viel schlimmer, sie haben dieser neuen Partei AfD so wahnsinnig viele Stimmen geschenkt, weil sie glauben, auch die verändern ja mal was. Das sind alles Systemlinge. Es gibt keine einzige Partei, die vom Antichristen nicht akzeptiert wäre, sonst wäre sie nämlich überhaupt nicht zugelassen, sonst würde sie überhaupt gar nicht antreten können. Ja? Das hat ja auch schon mit den Linken und mit den Grünen so wunderbar funktioniert. Ja. Und mit dem sauren Regen in den 80ern, wo die ganzen Leute diese schönen Aufkleber auf dem Auto hinten hatten, ich fahre 130 dem Wald zuliebe oder so, oder Tempo 100 dem Wald zuliebe, ja. Habe ich mich immer dann gefragt, wie kann es denn sein, dass genau an der Autobahn eigentlich immer die Bäume so schön grün aussehen? Solche Fragen darfst du dir nicht stellen, Michael. Ja, zumindest nicht Wählern der Grünen, weil die haben ja mit die Partei hat ja mit der Farbe nichts zu tun. Nee. Weißt du, woran ich mich erinnern kann? Das wird sich der Viktor vielleicht auch, ja, aus persönlicher Meinung, weiß ich jetzt nicht, aus persönlicher Erfahrung glaube ich nicht erinnern, aber, oder vielleicht doch, in den 70er Jahren haben sie in Hamburg die A7 gebaut. Weißt du das noch? Das ist ja nicht weit von dir weg, ne? In Bahrenfeld, ne? Durch den Volkspark. Ja, also ich kenne das jetzt nur aus geschichtlicher Sicht. Ja, ich habe es damals noch mitgemacht. Meine Oma hat damals in Bahrenfeld gewohnt und wir sind oftmals in dem Volkspark spazieren gegangen. Ich habe dann noch meine Lampenumzüge mitgemacht. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. So als kleines Kind, mit einer Lampe rumgelaufen. Ja, unter anderem, ja. hab ich auch damals mitgemacht. Und die haben den ganzen Wald abgeholzt für die Autobahn. Für den Fortschritt. Für den Fortschritt, ja. Den Elbtunnel gebaut da. Ne? Das war in den 70er Jahren. 78 oder wann? Weiß ich nicht mehr. 78 war, glaube ich, Kölbrandbrücke. Da bin ich auch drauf rumgelaufen. Das ist eine andere Sache. Aber der Punkt ist, ja, das ist dieses Heuchlerische in dem System. Und das Heuchlerische in dem System können sie eben nur einsetzen, weil sie den Leuten die Möglichkeit nehmen, Geschichte zu lernen. Weil in der Schule und Universitäten und in Büchern, die man offiziell bekommen kann und schon gar nicht im Fernsehen, History Channel, N24, Dreisat und Arte und was weiß ich, was da alle mal an Geschichtsprogramm läuft, weil da nirgendwo die Wahrheit erzählt wird. Die Wahrheit wird erzählt in diesen Büchern. Und Michael hat vorhin noch mal ganz deutlich gesagt, Tom Fress hat es den Amerikanern vorgeworfen, dass sie zu faul sind, Bücher zu lesen. Und das ist bei den Deutschen doch nicht viel anders. Und das ist nicht mal ein persönlicher Vorwurf, aber denkt doch mal, wann habt ihr denn das letzte Mal wirklich ein Buch in die Hand genommen und von vorne bis hinten
durchgelesen. Und zwar, ich spreche jetzt nicht von einem Roman, ich spreche nicht von Harry Potter, von Herr der Ringe oder Stephen King oder 50 Shades of Grey oder so ein Quatsch. Ich spreche von einem historischen Buch, von einem Geschichtsbuch oder selbst von der Bibel. Die meisten Leute machen das doch heute nicht mehr. Oh, die Bibel ist ja toll. Gibt's da eine App für? Versteht ihr, was ich meine? Und das ist genau das, was der Teufel bezweckt. Das ist genau das, was der Teufel schafft. Auf die Art und Weise stiftet er die Verwirrung, die die Leute von dem weghält, was wirklich einzig wahr ist. Dem Teufel ist es, mit Verlaub gesagt, egal, welche Lüge ihr glaubt. Hauptsache, ihr glaubt nicht die Wahrheit, die geschrieben ist in Gottes Wort. So, und damit überlasse ich das Schlusswort erst an Viktor. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Ich wollte das noch jetzt kurz mal rund machen wegen dem A7-Elbtunnel-Geschichte. Okay. Das war, glaube ich, damals ja auch so, das musste eine Schule, glaube ich, auch umziehen, eine gesamte Schule. Und den Leuten wurde dann halt auch erzählt, das wird dann halt ein Deckel drauf gebaut, aber das ist ja bis heute nicht geschehen. So viel nur dazu. Und ja, ich freue mich wieder auf eine kommende Lesung mit euch. Es sind auch sehr viele noch interessante Aspekte und ich habe vielleicht jetzt noch mal kurz nebenbei erwähnt, heute die Übersetzung komplett abgeschlossen und es ist auch wirklich bis zum Ende noch interessant. Und dann möchte ich an der Stelle mich verabschieden, sag tschüss und gebe das Wort weiter an Michael. Ja, danke Viktor für deine Beiträge und auch für dein Schlusswort. Und ich hatte ja mein Schlusswort schon vorher, deswegen gebe ich das Wort jetzt weiter an Jörg. Ja, okay. Dankeschön, ihr beiden, dass ihr mich in dieser Lesung begleitet habt. Und ich weiß nicht, wir haben nicht allzu viele Seiten geschafft, aber wie gesagt, es geht mir nicht um die Menge der Seiten durchzuarbeiten. Es geht mir nicht darum, um morgen das ganze Buch abschließen zu können, auch wenn Viktor, herzlichen Glückwunsch, das geschafft hat, jetzt die Übersetzung abzurunden. Das ist eine ganz tolle Arbeit, die du da die letzten Wochen geleistet hast. Und ich kann dem wirklich nur zujauchen und hoffen, dass wir in der Zukunft noch viele solche Sachen machen können, dass wir viele Dinge dem deutschen Volk bringen können in ihrer eigenen Sprache, die sie sonst nirgendwo kriegen können, weil sich einfach kein Verlag oder irgendeiner findet, um solche Sachen zu übersetzen. Ich möchte kurz abschließen mit einer Sache, die viele Leute, wenn sie dieses Video schauen, denen wird wahrscheinlich die Kinnlade runterklappen, wie sie mir runtergeklappt ist gestern auf dem Sonntagabend. Gestern auf dem Sonntagabend waren einige Leute bereits in der Gruppe drin, die sich angemeldet hatten, für Romanismus und die Reformation zu lesen, was ich ja noch gar nicht lesen wollte. Ich habe ja erst an den Samstag das Video hochgeladen, dass ich das tun werde. Ich habe jetzt gesagt, das wird am 16. September anfangen. Aber da war einer in der Gruppe damit bei, der heißt Stefan. Und der hat mir doch tatsächlich mitgeteilt im Chat in der Gruppe, dass er angefangen hat, das Buch Rulers of Evil, Herrscher des Bösen, komplett ins Deutsche zu übersetzen. Die ersten 11 Kapitel hat er bereits abgeschlossen. Wow. Da ist mir wirklich die Kinnlade runtergefallen. Dass solche Dinge jetzt komplett frei übersetzt werden und danach auch im Internet frei zugänglich sind für jeden, auch in seiner eigenen Sprache, sich diese Dinge runterzuladen. Ich hatte letztens durch einen Kommentar von einem meiner Zuschauer einen Link bekommen zu Fox's Book of Martyrs, wie es im Englischen heißt. Suche ich jetzt den deutschen Titel hier nicht raus, es ist ähnlich. Ist ja auch wurscht, wenn ihr das haben wollt, dann schreibt mich an über die Kommentarsektion des Videos, dann gebe ich euch gerne den Link. Dann kann man sich das runterladen. Das ist jedenfalls von John Fox, ein Buch, ursprünglich geschrieben, glaube ich, Ende des 16. Jahrhunderts. Und die deutsche Version ist übersetzt worden 1833, hat 950 Seiten, ist in Frakturschrift geschrieben natürlich. Der hat den Link besorgt. Dann der Stefan, der sich da bereit erklärt, Rulers of Evil, Herrscher des Bösen, ins Deutsche zu übersetzen.
Ich hatte inzwischen schon die verborgene Geschichte der Jesuiten gelesen von Edmond Paris. Ich habe auf dem Zweitkanal das Buch gelesen von Griesinger und da werde ich den zweiten Band auch noch mit Michael in der nächsten Zeit angehen und den lesen. Hier lesen wir jetzt hinter den Diktatoren. Ihr seht, wir versuchen wirklich alles und mit wir meine ich der Körper Jesu Christi. Jedes einzelne Glied. Es gibt Leute, die haben ein Talent für so etwas. Es gibt andere Leute, die haben ein Talent für so etwas. Mein Talent liegt eher darin, solche Bücher zu lesen, zu analysieren und vorzutragen für ein Publikum, die selber weder also entweder nicht in der Lage ist oder nicht willens ist, diese ganzen Bücher selbst zu lesen, sondern sich das lieber dann so anschaut. Das ist ja auch schön. Das ist ja schön, wenn ihr das macht. Noch besser ist es natürlich immer selber lesen. Oder mitlesen. Naja, deswegen blende ich auch die PDFs so mit ein. Das kann man halt nur mit PDF-Büchern machen und nicht mit Büchern, die ich so in der Hand halte. Aber ist doch wunderbar, wie man sieht, wie hier das in Erfüllung kommt. Jetzt muss ich nochmal eben meine Bibel aufschlagen. Wieder mal an derselben Stelle. Matthäus 24, wo wir es gerade gelesen hatten. Wo in Matthäus 24 der Herr sagt, dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündet werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Weil dieses Evangelium, das hier verkündet wird, das ist natürlich Herrscher des Bösen, ist kein Evangelium. Hinter den Diktatoren ist kein Evangelium. Aber oftmals ist das der Einstieg, der die Leute dazu ansetzt, um sich dann eine Bibel zu besorgen, die Bibel zu lesen und Jesus Christus anzuerkennen. Weil wenn ihr ihn jemals anerkennt, dann ist der Vater ist, der euch zum Sohn zieht und ihr klopft, auch wenn ihr es vielleicht nicht bewusst macht, an seine Tür. Und Jesus Christus hat gesagt, wen der Vater zu mir bringt und der anklopft, dem werde ich öffnen. Bis zur nächsten Lesung. Maranatha.